Jeder, der Facebook und Instagram Ads schaltet, weiß einfach, wie hart uns iOS 14 getroffen. Die Datengrundlage wurde total zerstört. Es kamen teilweise nur noch 50%, ein Drittel der Daten in den Ad-Account. Und es hat uns einfach das Leben extrem schwer gemacht. Manche Brands haben sogar aufgehört zu advertisen auf Facebook. Aber wir sind natürlich in 2023, wir skalieren immer noch höher denn je. Und ich wollte da heute mal einen kleinen Tipp teilen, den eigentlich niemand anspricht. Ich habe noch nie jemand über das sprechen gehört. Aber ich will das hier mal teilen mit euch, weil es kann einen fundamentalen Unterschied in eurem Tracking machen und es ist eigentlich in 2 Minuten aktiviert. Als kleine Anekdote dazu, ich habe vor kurzem einen Ad-Account analysiert, der jetzt auch zu unserem Kunden geworden ist und sie haben so circa 500 ausgegeben, waren auch schon höher, aber sein Problem war auch, es war in den USA, dass er kaum Daten im Ad-Account hatte, er hat auch kein Third-Party-Tracking-Tool oder so verwendet und dachte einfach, das ist es, es ist so wie es ist. Und als ich dann natürlich unser großes Audit gemacht habe mit 75 Datenpunkten, habe ich einen extrem entscheidenden Fehler in seinem Tracking-Setup gefunden. Und das Erschreckende ist tatsächlich, dass ich in von 7, 8 von 10 Audits eigentlich diesen Fehler finde. Das heißt, es ist in 2 Minuten abwendbar, dein Tracking wird unglaublich besser und es muss einfach gemacht werden, aber kaum jemand macht es, weil niemand drüber spricht und die meisten wissen nicht mal, dass es eine Option ist. Deswegen schauen wir uns das heute an. Wir sind hier in einem Dummy-Ad-Account. Und ich zeige dir hier gleich, wo du hier lang musst, damit du das aktivieren kannst. Als Side Note, den Kunden haben wir dann übrigens nach dieser Aktivierung und nach unseren Umstellungen von 500 auf 2000 Dollar pro Tag skaliert. Der ging jetzt out of stock und geht heute wieder mit den Ads live. Also coole Story auch. Und wenn du übrigens was Ähnliches sehen willst mit deinem Store, dann kannst du dir gerne ein gratis Audit in meiner Videobeschreibung buchen. Ist for free, du erhältst ein großes Audit und weißt danach auch, ob du mit uns zusammenarbeitest oder nicht, genau was du machen sollst, um deine Performance zu erhöhen. Aber ich würde sagen, wir schauen hier gleich weiter. Du bist hier im Ad-Account, das ist wie gesagt ein Dummy-Ad-Account. Du kannst dann einfach hier links auf All Tools klicken und du wirst eine Option sehen, die heißt Events Manager. Jeder kennt eigentlich den Events Manager, hierin findest du deine Pixel. Du findest dich dann in diesem Screen wieder und dann gehst du einfach hier in der Seite auf Data Sources. Und in diesem Data Sources Tab, also in diesem Datenquellen Tab, siehst du deine gesamten Pixel deines Unternehmens. Wenn du nicht im richtigen bist, kannst du hier oben auf das Dropdown klicken und findest dann das richtige Werbekonto. Dann gehst du aber hier im Overview von Overview auf Settings. Scrollst hier ein bisschen runter und dann findest du etwas, das sieht so aus. Turn on Automatic Advanced Matching. Und die meisten Leute haben das an. Es ist sehr wichtig, dass noch andere Metaparameter und andere Sachen zurück an Facebook geschickt werden und gibt einfach noch viel mehr Aufschlüsse dem Facebook-Algorithmus als einfach nur den Namen oder die E-Mail oder so. Die meisten haben hier jedoch aber, und das machen wir bei jedem Audit, wir checken das bei jedem Audit, ob hier alle Optionen aktiviert sind. Und ich kann dir sagen, in 7 oder 8 von 10 Audits sind hier einfach nur 2 von 7 aktiv. Und das schränkt extrem das Tracking ein. Es gibt bestimmt Leute, die sagen, das ist nicht so wichtig, aber ich habe das bei dem Kunden 1:1 gesehen. Wir haben das aktiviert, es hat danach unglaublich gut gepasst. Wir haben das mit anderen Daten abgeglichen und das Tracking wurde viel, viel besser, also immens besser, nur durch diese kleine Änderung. Also nochmal, um das zusammenzufassen, du gehst vom Ad-Account auf die All Tools und dann wählst du den Events Manager aus. Im Events Manager klickst du dann eben hier auf Data Sources, wählst einen Pixel aus, gehst von Overview of Settings und scrollst hier runter bis zu Automatic Website Matching, klickst hier auf dieses Dropdown und schaust dann einfach, dass du alle diese 7 Optionen aktiviert hast. Nachdem du das gemacht hast, würde ich dem Ganzen ein paar Tage geben, aber ich bin mir sicher, dass bei dir auch das Tracking verbessern kann, solltest du das noch nicht aktiviert haben. Genau, und das war's dann auch mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Wenn du diese Option nicht aktiviert hast, geh unbedingt in den Events Manager, schau dir das an, aktiviere alles und dann freu dich auf besseres Tracking. Normalerweise kommen damit auch bessere Resultate, einfach weil der Facebook-Algorithmus mehr Daten zum Arbeiten hat. Also es ist logisch, wenn ich jetzt dem 100 Events gebe oder ich gebe dem 200 Events in der gleichen Zeitperiode, dann funktioniert das natürlich besser, wenn der 200, wenn er doppelt so viele Events hat. Und deswegen mach das unbedingt an, check das immer mal wieder und dann bist du eigentlich auf der Tracking-Seite safe. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich auf das nächste. Ich hoffe, du auch. Und wir sehen uns. Ciao.